Schön, dass du da bist. Wir starten wie immer in der Stille. Und ich möchte dich einladen, deine Augen jetzt zu schließen und den Blick nach innen zu richten. Atme tief in deinen Bauch ein. Spüre, wie sich dabei deine Bauchdecke ganz leicht hebt. Und nimm wahr, wie sie sich ausatmend wieder absenkt. Spüre auch, wie sich einatmend dein Brustkorb hebt und nimm wahr, wie er sich ausatmend wieder absenkt. Lasse deinen Atem jetzt so strömen, wie es für dich passend ist und geh mit deiner Wahrnehmung zu deinen Füßen. Spüre da zunächst, wie stehst du aktuell? Wie hast du dein Körpergewicht verteilt? Und versuche nachzuspüren, welcher Bereich deines Fußes liegt auf der Matte auf und wo kannst du einen Hohlraum zwischen Fuß und Matte wahrnehmen. Vergleiche das für dich in der Stille. Während dein Atem gleichmäßig weiterfließt. Versuche dann, dir den großen Ballen, den kleinen Ballen und die Ferse bewusst zu machen und auf genau diese drei Punkte deinen Körperschwerpunkt rechts und links gleichmäßig zu verteilen. Deine Knie hast du ganz leicht gebeugt, dein Becken ist aufgerichtet. Bring dein Brustbein ganz leicht nach oben. Dadurch schiebt sich der Brustkorb unter deinen Schultergürtel und du musst diesen nicht halten, sondern der Schultergürtel parkt ganz locker auf deinem Brustkorb. Deine Arme hängen ganz locker rechts und links an deinem Schultergürtel. Deine Schulterblätter fließen nach hinten. Dein Kinn bleibt unten und du stellst dir jetzt an deinem Scheitel einen unsichtbaren Faden vor, der dich ganz langsam nach oben in deine ursprüngliche Körperlänge dich aufrichten lässt. Und über das Pilates-Training hast du die Möglichkeit, deine ursprüngliche Körperlänge aufzubauen und da hinein zu trainieren. Und du spürst die Körperlänge zwischen deinem Scheitel und deinen Fußsohlen. Bleibe in dieser Länge und geh mit deiner Wahrnehmung weg von den Füßen hin zu deinem Beckenboden, deinem Muskel, der zwischen deinem Steißbein, deinem Schambein und deinen beiden Sitzhöckern aufgespannt ist und der ein ganz wichtiger Muskel für uns gerade im Pilates bedeutet, weil er uns von unten her einen wichtigen Schutz bietet und er beim Pilates immer angesteuert ist. Und wir stellen uns diesen Muskel jetzt wie einen Aufzug vor, der von unten bis nach oben in dein Becken fährt und wir teilen uns drei gedachte Etagen ein und du beginnst jetzt mit der ersten Etage. Hol dir den Beckenboden ganz sanft in den ersten Stock, atme dabei gleichmäßig weiter und achte darauf, dass du die Po-Muskulatur komplett locker lässt. Versuche dir den Beckenboden etwas höher zu holen in die gedachte zweite Etage. Und dann gehe noch ein bisschen höher. Gedanklich gehst du jetzt in den dritten Stock. Achte auf deinen fließenden Atem, auf die entspannte Po-Muskulatur und gehe dann langsam wieder aus der Spannung raus, komme in den zweiten Stock und komme in den ersten Stock und dort bleibt dein Beckenboden, weil das ist genau die Position, die der Beckenboden bei jeder Pilates-Übung einnimmt. Und wir brauchen, um unser sogenanntes Powerhouse aufzubauen oder die Zentrierung, die Ansteuerung unseres tiefen Bauchmuskels und die bekommst du, indem du einmal tief in deine Körpermitte einatmest und mit deiner nächsten Ausatmung den Bauchnabel nach innen oben Richtung Lendenwirbelsäule ziehst.
Dein sogenanntes Powerhouse, welches sich durch die Anspannung des tiefen Bauchmuskels und die leichte Ansteuerung deines Beckenbodens ergibt, hältst du. Und das hast du bei jeder Pilates-Übung aktiv. Also wenn ich gleich von Powerhouse oder Zentrierung spreche, meine ich genau diese stabile Körpermitte. Dadurch, dass der Bauchnabel die ganze Zeit innen oben ist und der tiefe Bauchmuskel angesteuert ist, atmen wir beim Pilates immer in die Flanke. Und um das zu üben, legst du deine Handflächen auf deine Rippenbögen, atmest tief ein, spürst einatmend, wie sich deine Rippenbögen weiten und wie sie sich ausatmend wieder zusammenziehen und deine Bauchmuskulatur, dein Powerhouse bleibt die ganze Zeit über aktiv. Übe das für dich in der Stille 2-3 Mal. Spüre ausatmend, wie sich deine Rippenbögen wieder schließen. Einatmend, wie sie sich weiten. Und ein letztes Mal. Lasse dann die Hände ganz locker wieder rechts und links hängen. Löse deine Zentrierung jetzt auf. Und komme mit der Aufmerksamkeit langsam wieder nach außen zurück und öffne gerne jetzt deine Augen. Okay, wir starten erstmal ganz locker und lassen die Arme um die eigene Körpermitte ganz locker pendeln. Du kannst dich gerne ein bisschen breiter stellen. Und achte mal darauf, dass du die Arme locker fliegen lässt, dass du sie nicht mit Kraft bewegt, sondern einfach ganz locker schwingen lässt. Und dein Blick geht über die Schulter jeweils und dein Atem fließt gleichmäßig. Und die letzten 2 Mal noch. Und dann lässt du die Arme ganz locker auspendeln. Stellst dich wieder ein bisschen enger, dass du so ungefähr hüftbreit stehst, atmest tief ein, führst dabei die Arme nach oben und gehst über die Ausatmung nach links rüber. Wenn du einatmen musst, kommst du einatmend wieder zur Mitte und gehst ausatmend auf die rechte Seite. Einatmen, kommst du wieder zur Mitte, um ein zweites Mal zu der ersten Seite zu gehen. Und wenn du jetzt in dieser ersten Seite bist, dann versuche den rechten Fuß zu verwurzeln. Spüre, wie du rechts länger wirst. Und wenn dein Atemimpuls kommt, bleibst du in dieser Position. Und du lässt den Atem fließen und drehst den Blick jetzt vor deinem rechten Oberarm nach oben. Dreh den Kopf bitte mit, nicht nur mit den Augen nach oben schauen. Und atme in deine komplette rechte Seite. Dann nimmst du den Blick wieder nach vorne. Du spürst, wie du noch ein kleines bisschen weiter rüber kommst. Und dann gehst du einatmend wieder zur Mitte. Um dich dann ausatmend auf die rechte Seite zu bringen. Und auch hier bleibst du jetzt. Und wenn du merkst, der Atemimpuls kommt, bleibe hier und versuche mit der linken Fußsohle dich gut zu verwurzeln und drehe den Kopf vor deinem Oberarm links nach oben. Atme gleichmäßig weiter. Dreh dann den Kopf wieder nach vorne, um dann einatmend wieder nach oben zu kommen. Du führst die Arme langsam über die Seite nach unten, ganz langsam. Nimmst die Hände in den unteren Rücken, bringst das Becken nach vorne und schiebst das Becken vor, um dich nach hinten zu bringen.
Lass dein Kinn ganz entspannt hier vorne. Versuche die Schultern locker nach hinten fließen zu lassen. Und lasse die Knie gestreckt. Und spüre die komplette Dehnung, aber auch Kraft, die du jetzt über deine Bauchmuskulatur aufbaust. Und atme. Ganz bewusst in deine Körpermitte ein. Letzte Mal. Und über die Ausatmung gehst du in die Ausgangsposition zurück. Und dann beginnst du von deinem Kopf her mit dem Kinn dich ganz langsam einzurollen. Die Schultern folgen und du lässt dich ganz sanft nach unten, Wirbel für Wirbel runterfließen. Schau, wie du das mit den Beinen machen möchtest. Wenn dir zu viel Zug auf der Oberschenkelrückseite entsteht, dann kannst du sie gerne gebeugt lassen. Wenn das für dich gut geht, dann komme ganz langsam mit gestreckten Beinen nach unten und lass alles locker. Lass den Kopf locker, lass die Schultern locker. Und dann atmest du ein und blickst unter deiner rechten Armbeuge durch. Und ausatmend gehst du wieder zur Mitte zurück. Einatmend schau unter deiner anderen Armbeuge durch. Und ausatmend kommst du ganz langsam wieder nach oben. Jetzt kannst du gerne deine Beine leicht beugen. Wirbel für Wirbel rollst du dich wieder nach oben. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um in deinem Tempo dich ganz langsam und achtsam wieder aufzurollen. Und wenn du merkst, hier ist ein bisschen schwindelig, was ganz normal sein kann, dann such den Punkt vorne und konzentriere dich auf diesen Punkt und baue dich wieder auf. Wir gehen jetzt in unsere neutrale Ausgangsposition mit einem neutralen Becken und du beginnst jetzt dein Powerhouse aufzubauen. Das heißt, zieh dir den Beckenboden in die erste Etage, hol dir den Bauchnabel nach innen und wir beginnen mit unseren Armbögen. Du atmest ein und über die Ausatmung führen wir die Arme langsam nach oben, die Schulter bleibt tief. Einatmen, kommst du wieder runter. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ein letztes Mal. Einatmen. Ausatmend schiebst du die Arme noch mal nach oben. Öffne einatmend und wir gehen in den Twist nach rechts. Dabei bleibt das Becken vorne. Und einatmend kommst du wieder zur Mitte zurück. Du gehst nach links in den Twist und du achtest darauf, dass das Becken vorne bleibt. Einatmend wieder zur Mitte. Lass deine Schultern tief und versuch dich ganz bewusst in deine Übungen reinzudenken. Schau, wo willst du hin? Bleib mit dem Fokus bei der Übung und bei deinem Körper. Einatmend wieder zur Mitte. Ausatmend auf die erste Seite. Einatmen. Lass die Arme langsam nach unten, halte dein Powerhouse aktiv, lege die Hände auf den Oberschenkeln und runde dich einmal. Atme ein und komme in die Streckung deiner Wirbelsäule, die Schultern bleiben hinten. Und ausatmend ziehst du den Bauchnabel noch mehr nach innen, bleibe in dem Powerhouse und komme einatmend wieder in die Position deiner Streckung und versuche die komplette Wirbelsäule mit einzubinden. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen.
letzte Mal. Bleibe in deinem Powerhouse und nehme beide Arme jetzt mit. Das heißt, die Handflächen zeigen zueinander. Und du gehst in die Rückwärtsbewegung. Beide Arme fließen an den Oberschenkeln vorbei und du gehst hier wieder einatmend. Kopf geht mit. Ausatmen. Und die letzten zwei. Du steckst die Hände auf die Oberschenkel, bleib im Powerhouse, einatmend, gehst mit der rechten Seite beginnend nach oben. Und über die Ausatmung schiebst du die rechte Handfläche nach über die linke Seite. Einatmen und ausatmen. Powerhouse ist aktiv, du schiebst aus deiner rechten Schulter ganz weit raus. Schaue deiner Hand hinterher, sodass wir die Halswirbelsäule mit in der Bewegung integriert haben. Und ein letztes Mal. Und dann wechselst du die Seite, beginnst mit der linken Hand. Linke Hand geht nach oben, du schaust hinterher, atme ein und über die Ausatmung. Achte auf die gleichmäßige Position deiner Knie. Beuge nicht oder strecke nicht ein Bein, sondern lasse beide Beine in dieser parallelen Position leicht gebeugt. Und du öffnest dich wieder. Und schieb aus der Schulter richtig raus. Und ein letztes Mal. Ausatmen. Und dann nimmst du die Hände auf, die Oberschenkel und löst die Zentrierung auf und gehst ganz locker, ohne Zentrierung, einfach mal in diese Bewegung rein. Lass locker, lass den Bauch jetzt locker. Atme da gut rein und wieder raus. Und dann lass dich einmal ganz locker nach unten runterfließen. Entspanne deinen Schultern-Nackenbereich, Kopf locker lassen. Und dann nimmst du deine Hände vorne aufgestellt und du gehst mit mir in die Position des herabschauenden Hundes. Und wichtig dabei, dass du in erster Linie auf deine Wirbelsäule achtest. Schau, dass du deine Wirbelsäule aufbaust, in die Länge bringst. Gucke, dass du also nicht rund bist, sondern dass du dich hier richtig aufbaust. Und in dieser Position entscheidest du bitte selber, wie du deine Füße positionierst. Wenn du gut gedehnt bist, hinten in der Oberschenkelrückseite, dann kannst du gerne deine Beine durchstrecken und die Fersen auf den Boden bringen. Wenn du merkst, da ist ein sehr großer Widerstand oder du schaffst es nur, indem du dich rundest, dann lässt du deine Füße nur mit den Ballen aufgestützt und die Knie sind leicht gebeugt. Gucke, dass du dich lang machst, schieb die Schultern gut weg, die Schultern sind weg von den Ohrläppchen und dann gehst du einmal mit der linken Ferse nach unten, bringe das linke Bein in die Streckung und wechsel. Der Bauch ist jetzt noch locker, wir sind nicht zentriert. Du schiebst die rechte Seite, rechte Ferse nach unten. Bleib in deiner Wirbelsäule richtig aufgerichtet, bleibe da lang. Und wir wechseln. Immer mit dem Atem begleiten. Und wenn du gut gedehnt bist, dann kannst du gerne beide Fersen mit der nächsten Ausatmung mal runterbringen und dich ganz lang machen. Und du spürst die Dehnung
Bleib einen Moment in dieser Position. Und dann versuch in dieser Position dein Powerhouse aufzubauen. Das heißt, du beginnst jetzt deinen Bauchnabel nach innen oben zu ziehen. Der Beckenboden kommt von unten dazu. Und von dieser Ausgangsposition atmest du ein und über die Ausatmung kommen wir in den Jack Rabbit. Beim Jack Rabbit schweben die Knie einen Zentimeter über dem Boden. Schau auf deine Ellbogen, die sind nicht gestreckt, sondern ganz leicht gebeugt. Deine Schulter bleibt hinten. Du atmest. Achte auf deinen Kopf. Der Kopf hängt nicht irgendwo, sondern den hältst du. Und atme. Ausatmen. Ziehst du den Bauchnabel noch mehr nach innen. Bleib in deinem Powerhouse. Wenn du merkst, das ist dir zu intensiv, mache gerne eine Pause. Zwei Atemzüge halten wir noch. Und komm, versuche noch einen Moment durchzuhalten. Und dann einatmen und mit der nächsten Ausatmung gehen wir einmal in den herabschauenden Hund. Du selber bestimmst, ob du die Fersen mit auf den Boden bringst. Guck, wie es für dich richtig ist, wie es für dich passt. Bleib im Powerhouse. Und wir gehen ein zweites Mal über die Ausatmung nach unten. Jack Rabbit. Halte dich, konzentriere dich auf deine Körpermitte. Schön atmen. Halte das die letzten vier. Noch drei. Noch zwei. Noch einer. Komm, schön durchhalten. Und dann gehen wir noch einmal nach oben. In den herabschauenden Hund. Mache dich da richtig schön lang. Bleib in deinem Powerhouse. Atme ein. Und über die Ausatmung ziehst du jetzt das linke Knie nach vorne. Der Unterschenkel schwebt kurz über dem Boden. Halte das. Einatmend gehst du wieder zurück. Ausatmend wechselst du die Seite. Schau, dass du den Unterschenkel kurz über dem Boden hältst. Einatmen, wieder zurück. Und wechsel die Seite. Wenn du merkst, dass dir das zu intensiv ist, gehe nur so weit mit deinem Bein nach vorne, wie es für dich möglich ist. Vielleicht merkst du, hier reicht es mir schon. Dann machst du die Bewegung nur bis hier. Du selber bestimmst deine Intensität. Vielleicht merkst du auch, dass dir zwei Wiederholungen reichen. Dann löse das Powerhouse auf und entspanne dich. Letzten zwei. Einatmen. Ausatmen. Letzte Mal. Und dann von hier aus kommen wir langsam nach unten, lösen jetzt die Zentrierung auf und gehen in die entspannte Position. Lass uns zunächst mal die Arme nach vorne gehen, die Stirn legst du ab. Lass deine Bauchmuskulatur locker, lass den Beckenboden entspannen und nimm deine Arme jetzt seitlich, sodass deine Schulter locker nach vorne fließen kann. Und gönne dir eine intensive Bauchatmung. Wenn du merkst, dass du beengt bist von der Atmung, dann kannst du deine Knie auch ein bisschen breiter stellen, sodass du ein bisschen Platz machst für deinen Bauch, um da gut rein zu atmen. Zwei Atemzüge noch in deinen Bauch. Lass den Schultergürtel noch ein bisschen locker nach vorne fließen.
Und dann nehmen wir die Arme wieder nach vorne und kommen von hier in den Cat Stretch. Schulterblätter gleiten auseinander. Und einatmend gehen wir zurück, ausatmend. Kommen nochmal hier hoch, die Schulterblätter wieder auseinander. Und wir kommen zurück. Und aus dieser Position atmest du nochmal ein. Kommst in dein Powerhouse und schiebst dich nach vorne. Die Schultern gehen nach hinten unten. Schau mal, dass du mit deinem Schambein so weit du kannst nach unten schiebst. Schulter bleibt tief. Und dann kommst du langsam wieder zurück. Atme hier nochmal ein. Geh in dein Powerhouse und bring dich langsam nach unten. Schultergürtel bleibt tief. Die Ellbogen sind leicht gebeugt. Und du atmest. Halte die Spannung. Und dann gehen wir von hier aus ganz langsam nach unten. Nimm den Kopf mit. Ganz am Ende kommt das Kinn zum Brustbein. Und wir gehen von hier unten nochmal hoch, schieben uns hoch. Die Schulterblätter bleiben hinten unten zusammen. Und du atmest. Bleib im Powerhouse. Komm so weit, du kannst nach oben. Halte das noch einen kleinen Moment. Und dann über die Ausatmung gehen wir langsam wieder nach unten. Und lösen die Arme, legen den Kopf auf die rechte Seite und lassen die Schulter nach vorne kommen. Handflächen zeigen nach oben. Wenn du magst, kannst du die Unterschenkel mal kurz nach oben bringen. Knie leicht beugen und die Unterschenkel von rechts nach links pendeln lassen. Und dann strecken wir die Beine wieder aus. Nehmen die Arme in die Ausgangsposition für den Flying Eagle. Die Ausgangsposition sieht so aus, dass die Hände oder die Arme vielmehr eine V-Position bilden. Die Füße sind wie immer hüftbreit. Fußrücken liegen auf, du gehst in dein neutrales Becken und kommst in dein Powerhouse. Atme wieder vorbereitend ein und mit der nächsten Ausatmung hebst du hier vorne hoch und gehst über die Ausatmung nach hinten. Und Handflächen immer in die Bewegungsrichtung zeigen, einatmen und ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Schieb nach oben. Lass die Schulter schön unten und versuche dir vorzustellen, wie du aktiv hier den Widerstand runterschiebst. Letzte Mal. Einatmen. Und ausatmen. Bleibe mit den Händen hier und wir gehen von hier aus gleich zu dem Dart weiter. Beim Dart schieben wir uns über die Ausatmung hier noch ein bisschen weiter nach oben. Einatmen, wieder runter. Ausatmen. Einatmen, wieder runter. Ausatmen. Und du merkst, wie du die Kraft im unteren Rücken brauchst, um dich hier hochzuschieben. Die letzten zwei Male. Ausatmend.
Einatmen. Aus. Einatmen, wieder runter. Löse dein Powerhouse auf und lege den Kopf auf die andere Seite. Lass dich im Becken so ein bisschen rechts, links durchbewegen. Und gerne, wenn du magst, beuge deine Knie und lass die Unterschenkel von rechts nach links ein bisschen pendeln. Zwei, drei Atemzüge. Und dann strecken wir die Beine aus. Nehmen die Hände unter die Schulter, drücken uns nach oben und kommen in den Pilates-Sitz. Schaue, dass du dich auf deine beiden Sitzhöcker positionierst und dass du deine Füße wieder hüftbreit auf die Matte aufstellst und schaue, dass du hinten genügend Platz lässt, um dich selber einmal mit dem Oberkörper abzurollen. Du kommst in dein Powerhouse, das heißt, der Bauchnabel zieht wieder nach innen, der Beckenboden kommt von unten und du startest über die Ausatmung mit den Armbeugen, mit den Armbögen. Einatmen, wieder runter. Ausatmen, schieb dich nach oben. Einatmen, wieder runter. Und nochmal ausatmen. Und wir kombinieren das jetzt mit einem Half Roll Down. Das heißt, wir gehen jetzt über die Ausatmung langsam nach unten in den Half Roll Down. Beim Half Roll Down schaust du bitte, dass deine Schultern hinten unten bleiben. Und gehen über die Ausatmung, einatmen wieder nach oben. Ausatmen wieder runter. Schulter bleibt tief und du kommst hier wieder nach oben hoch. Schau, dass du dich in deiner Wirbelsäule aufrichtest. Und wir gehen langsam wieder runter. Half Roll Down. Und schieb dich wieder nach oben. Mach dich lang, Schulter bleibt schön tief. Und die letzten zwei. Du selber entscheidest wieder, wie oft du mitgehst. Wenn du merkst, es ist dir zu intensiv, dann steigst du vorher aus. Wir kombinieren jetzt den Half Roll Down mit einem Single Leg Kick. Das heißt, du atmest jetzt ein und über die Ausatmung einmal den Single Leg Kick links. Wir bleiben hier, atme weiter. Der Bauchnabel bleibt innen oben. Halte das, atme ein und wieder aus. Und dann einatmen, komme wieder nach oben. Strecke dich und ausatmen. Ein Single Leg Kick rechts, Fußspitze point. Und wir bleib hier, lass die Schulter ganz locker. Entspanne deinen Kiefer, versuch dann nicht die Luft anzuhalten und die Zähne aufeinander zu drücken. Bleibe hier in deiner Entspannung und hier bleibst du stabil. Einatmen und langsam wieder nach oben raus. Ein letztes Mal den Half-Roll-Down mit einem Single-Leg-Kick kombiniert. Schulter ist wieder tief, du bleibst hier. Entspannt euch, atmet. Und langsam über die Ausatmung wieder nach oben. Und komm mal nach unten. Bleibe hier. Wichtig ist mir, dass der Schultergürtel hier unten bleibt, dass du den nicht hochziehst. Versuche hier zu bleiben in deinem Powerhouse. Halte das. Tief atmen, Flankenatmung. Einatmen und wir gehen langsam dabei wieder nach oben hoch. Streck dich und wir lösen auf. Einmal die Füße aneinander, die Knie nach außen fallen lassen und löse auch die Schulter so ein bisschen, also die Spannung in den Schultern. Lass mal das Kinn nach vorne kommen.
zwei, drei Atemzüge. So, lass den Schultergürtel noch mal richtig schön locker rauskommen. Kinn zum Brustbein. Ganz gleichmäßig in den Bauch reinatmen. Und dann nimmst du deine Beine auf die rechte Seite geschlossen und bringst den Blick über die linke Schulter. Atme in deine linke Flanke ein und wieder aus. Und dann wechselst du die Seite, beide Knie zusammen auf die linke Seite und du blickst über die rechte Schulter rüber und atmest in deine rechte Flanke ein. Und dann kommst du zur Mitte zurück und dann setzt du dich zum Abschluss in eine für dich bequeme Sitzposition. Das muss nicht der Schneidersitz sein. Wichtig ist nur, dass du versuchst, auf deinen beiden Sitzhöckern dich zu positionieren und dir noch einmal deine lange Wirbelsäule aufbaust. Nutze nochmal dieses Bild von diesem unsichtbaren Faden, der an deinem Scheitel dich nach oben in die Länge zieht. Und du atmest jetzt nochmal in deine Körpermitte ein. Spür nochmal, wie sich die Bauchdecke dabei ganz leicht hebt und wie sie sich ausatmend wieder absenkt. Und dann nimmst du deine Handflächen zum Abschluss nochmal nach vorne vor dem Bauch zusammen, atmest tief ein, streckst dich nochmal richtig raus und ausatmend lässt du die Arme seitlich wieder runterfließen, atme nochmal tief ein, streck dich in deiner Wirbelsäule und ausatmen. Und ein letztes Mal für dich, für heute, gönnst du dir nochmal die tiefe Bauchatmung. Und ausatmend nochmal kurz nachspüren, richte nochmal den Blick nach innen und nimm nochmal kurz Kontakt mit deiner Wirbelsäule auf. Schau nochmal, wie spürt sich das oder wie fühlt sich das für dich jetzt an. So wie sich das für dich jetzt anfühlt, ist es genau richtig so. Und mit diesem Gefühl möchte ich mich für heute verabschieden. Schön, dass du mit dabei warst und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.